Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, hier zu einem weiteren Teil Transport Fever 2. Ja, in der heutigen Folge werden wir jetzt mal unsere Schnellfahrtstrecke hier weiterbauen, damit der Schweizer Schnellzug hier bis nach Luzern kommt. Ja, das wird natürlich jetzt auch wieder einfach hier so quer mitten durch. Hauptsache schnell. Hauptsache, dass er schnell fahren kann. Da jetzt so rüber gehen, ne? Aha. Wo ist denn die Schnellfahrtbrücke? Die war da irgendwo ganz unten. Da. So. Dass ich jetzt manchmal kein Baugeräusch habe, ist schon irgendwie ein bisschen komisch. Weiß nicht, ob das jetzt ein Feature von dem neuen Update ist oder so. Keine Ahnung. Auf jeden Fall komisch. So, so. Zack. Tunnel, Brücke, Tunnel. Wie es halt auf so einer bergigen Strecke halt ist, ne? Tunnel, Brücke, Tunnel. Tunnel, Brücke, Tunnel, Brücke. Da kommt er hier immer mal wieder raus. Da kommt er raus. Da kommt er mal wieder raus. Hier ein bisschen rum. Ah ja. Zack. 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 So. Hauptsache. Hauptsache Geschwindigkeit. So. Manchmal hat er einen Sound. So ein bisschen verwirrend. Ich kann mal ganz ehrlich so sagen. Da jetzt keinen Sound haben. So, da hinten ist Luzern. Ja, jetzt haben wir natürlich hier diesen Versatz da schon drin, ne? Und im Schlausten wäre es ja eigentlich, wenn ich in Luzern dann auch den ICE, ach, sag ich mal ICE, den Zug hier dann auch dahin fahren lasse, wo er kommt, ne? Wäre am schlausten, wenn ich den von quasi aus der Kurve auf der linken Seite einfahren lasse, anstatt hier. Und die Gleise gehen nach da wieder. Dann hast du ja wieder so ein riesen Tobabo da. Muss man natürlich mal gucken, wie man das jetzt hier gleich mit den Gleisen hinbekommt, wenn wir jetzt hier den Estrada so haben. So. Eigentlich gar nicht so schlecht, ne? Oh, kommt er dann da drauf gedüst? Jetzt auf den äußeren gehen. Ja, tut er auch. So. Den da ran. Dann gehen wir hier unten sogar in den Tunnel. Was ich prinzipiell ganz gut finde. So kann man mir jetzt hier. Ah, dieses Drahttool ist doch größer geworden, oder? Täusche ich mich da jetzt? Ah, das hier noch so ein bisschen ab. Unten so fällt das gar nicht so stark auf. Und wir kommen hier eigentlich sehr gerade rein. Natürlich dann einmal hier ein paar Signale setzen. Und dann müssen wir die Linie halt noch anpassen. Das hier mit der Straße aus. Das sieht ganz gut aus eigentlich, ne? Ja. Hat zumindest kein Huckel drin, ne? So. Zack, zack. Ich freue mich schon so auf die neue Map. Richtig, richtig Lust drauf. Richtig, richtig Lust drauf. So. Da sind wir eigentlich auch schon da. Müssen wir mal gucken, wo haben wir jetzt gerade? Kommt gerade einer. Sehr schön. Dann einmal Pause. So. Linie Minden. Wieder nicht mehr Zürich, sondern wird das jetzt aus mit Luzern raus. Luzern. Linie verwalten. Minden erst bekam Zürich. Dann geht es nach Zürich weiter. Bis nach Luzern natürlich. Jo.
Und dann geht dann auch wieder über Zürich zurück. Ja, das geht natürlich jetzt nicht, mein Freund. Da musst du dann auf Gleis 7 wechseln. Genauso. Perfekt. War es eigentlich schon? Das war es eigentlich schon. Hat sich jetzt nicht so viel getan. Und dann fahrt ihr jetzt alle wieder in Doppeltraktion. Das hatten wir ja schon mal. Und dann werden wir das aber wieder machen. Da ist er. Zack. Zack. 405 Meter. So. Kann er jetzt auch mehr Leute mitnehmen. Dann können wir jetzt eigentlich mal. Das ist aber echt schon lang, ne? Ich weiß gar nicht, ob es überhaupt eine Doppeltraktion gibt. Müsstet ihr mir mal in die Kommentare schreiben, ob es überhaupt eine Doppeltraktion gibt. Das ist ja auch ein cooles Bild, ne? Lol, hier steht ja einer im Bordbistro. Naja, wenn aber im Bordbistro bei der Schweizer Bundesbahn ein solch netter Herr so sauber sein Essen zubereitet, dann würde ich eventuell drüber nachdenken, ob ich nicht doch eventuell da nicht essen gehe. Also das ist ja schon sehr dreckig. Moin! Oh, du guckst aber grimmig. Was los mit dir, Mensch? Guck mal, hier steht noch ein wunderschöner Zug vor dir. Guck mal, da drüben fährt die SBB hier, Dingsbums-Zug. Moin. Ist eben noch nicht da. Wander mal weiter hier, ha? Oh. Moin. Fahrkarten bitte. Ja, für TPF2. Simon. Oh, guck mal, ihr könnt euch schon ein paar Bilder angucken. Hier können wir schon Gepäck abladen. Moin, Leute. Müssen einmal durch bis zum Lokführer, BD. Achtung! Bei der Ausfahrt des Zuges. Aber guck mal, das ruckelt auch gar nicht hier hinten, ne? Von 26 FPS. Hallo, Ladies. So fährt man hier durch Zürich durch. Oh, da kam gerade die S-Bahn. Schade, die habe ich jetzt verpasst. Naja. Wir müssen bis zum Lokführer. Na, betest du? Uiuiuiui. Oh, hier vorne ist der Lokführer. Nein, der ist noch im falschen Zug. Oh, da müssen wir jetzt mal ein bisschen durchspringen hier. Uiuiuiui. Was haben wir denn hier für Grafiken? Wo ist denn hier mal unser Lok? Aha. Hoch, hoch, hoch. Und Autosave. Na sicher doch. Wenn was kommt, dann ist es ganz safe ein Autosave. Boah, das war ja voll das Reimspiel. Mal gespannt, was wir da jetzt für eine Geschwindigkeit erreichen, wenn wir da jetzt Richtung Luzern ballern. Ich denke mal, so ein 200 kommt da wohl ran. Geht ja schön geradeaus die ganze Zeit. Wir sind auf jeden Fall noch in der falschen Kammerposition. Müssen wir mal kurz hier raus und wieder rein. Oh, hier, guck mal, da geht sogar der Scheibenwischer. So, 262 Leute an Bord. Zug ist auf jeden Fall voll. Oh Gott, ob wir jetzt wirklich 200 schaffen, wage ich dann nochmal zu bezweifeln. Wenn wir jetzt mal gerade bei 150 sind. Der Bahnsteig müsste jetzt rein theoretisch 5 Meter zu kurz sein. In Luzern. Aber da schauen wir mal. Da schauen wir mal. Dim, dim.
181 Stundenkilometer haben wir jetzt drauf. Wir können leider die Zeit nicht mal zwei. Doch, hier können wir die Zeit sogar mal zwei laufen lassen. Hier ruckelt es nicht, weil hier nicht so viel los ist. Ah, die 200 habe ich gesagt. Könnte klappen. Könnte klappen. Irgendwann fängt er natürlich auch wieder an zu bremsen, aber. Ja. Wenn wir gleich nach rechts gucken, müssten wir eigentlich die Stadt sehen. Ja. Oder auch nicht. Weil hier ist nur. Oha. Guck, jetzt rubbelt es wieder. Jetzt muss er ein bisschen arbeiten. Gehen wir auf Zeit mal 1. Da ist die Stadt. Oh, jetzt geht sogar bergab. Jetzt schaffen wir sogar vielleicht 200. Ne, jetzt kommt die Kurve. So, schaffen wir 220? Los, 219? 220! Sehr schön. Können wir mal gerade gucken hier beim Bahnübergang. Wird sicherlich abbremsen. Oh, geht das noch schnell geändert? Ja. So. Packen wir uns hier hin. So. Lassen wir ihn mal daran vorbeirauschen. Jetzt nicht der schönste Bahnübergang, ich weiß. Der hat auf jeden Fall wirklich einen schönen Sound, der Zug. Also das muss man echt sagen. Klingen tut der echt gut. So, jetzt bin ich mal gespannt. Wenn jetzt hier, wie gesagt, der müsste jetzt ein paar Meter überstehen. Hier stehen sogar schon Leute. 21 Leute. Er wird die 200 Leute auch wieder mitnehmen. Weil er jetzt da hinten noch dachte, wo die Leute da standen, jo, wir fahren direkt wieder zurück Richtung Espekamp, aber ist ja nicht. Jetzt ist ja Luzern noch dazugekommen. Das muss ich jetzt einpendeln, aber wenn er 5 Meter übersteht, dann ist das nur die Tür vom Lokführer. Das ist ja nicht ganz so schlimm. Du bremst einen auch schön ab. Also die Strom haben die mal wieder unten. Irgendwie ändert er das auch immer ständig. Mal rauf, mal runter. Ja, aber die letzte Tür ist noch dran. Das ist alles gut. Oh, ein paar Leute sind doch schon ausgestiegen. Ja, jetzt sind da wieder ein paar mit. Gut, die kriegt jetzt nicht alle mit. Oh, jetzt geht der Stromabnehmer hoch. Seite gewechselt, Stromabnehmer geht hoch. Und der fährt schon wieder los. Ja, sehr cool. Sehr, sehr cool. Hier ist auch sicherlich schon der nächste, ne? Ja. Ah, jetzt seht ihr, jetzt verteilen sich hier langsam die Leute. Jetzt wandern die nämlich auf die andere Seite. Und so langsam wird sich das jetzt hier alles, alles einpendeln. Weil die neuen Leute, die jetzt kommen, die gehen halt jetzt auf die Seite, wo sie hin müssen. Und ja. Sonst nimmt der jetzt erstmal noch welche mit. Der wird auch vorher sein. Auch der nächste wird noch vorher sein, weil die Leute halt das noch nicht gecheckt haben. Das sind die Leute, die davon vorher schon standen. Haben wir ja hier unsere kleine Zürich Airport Express. Der hat sicherlich auch mal gut zu tun, oder? Zürich Airport Express, 75 Leute. Und hier stehen nochmal 19. Ja, aber gerade kein Flieger da. Man hört aber hier oben irgendwo einen. Da ist einer gerade gestartet. Die bis mit 34 Leuten an Bord. Naja, meine Freunde. Jetzt denke ich mal, wird es in der nächsten Folge darum gehen, sich noch einmal alles anzugucken, was wir so hier gebaut haben. Und dann werden wir uns letztendlich von dieser Map hier verabschieden. Und dann geht es mit der neuen Map los. Zwar noch 2 Tage, bevor ich wiederkomme, aber da werden wir uns erstmal einen Überblick über die Map verschaffen. Dann möchte ich gerne eure Ideen haben, dass wenn ich nach Hause komme, mit euren Ideen, die ihr mir dann schon geschrieben habt, anfangen kann. So, und wir haben hier gerade nochmal eine Delta im Anflug.
gucken wir unser Spektakel doch noch gerade an. Und ja, dann war es das hier von der wunderschönen Karte. Hier hinten ist es jetzt nicht ganz so schön geworden, aber Minden da die Ecke, das ist schon schön. Das schauen wir uns alles nochmal in Ruhe an. Und da würde ich sagen, sehen wir uns dann in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, haut rein. Tschüss.